Hallöchen zusammen, herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Ja, wir waren in der letzten Folge unter anderem mal bei den Händlern, waren mal im zerstörten Gebiet ein bisschen, ja, jagen, Loot suchen und schauen, was wir so Schönes finden. Und ich war jetzt in der Nacht, war ich nochmal unterwegs, habe nochmal ein paar Ressourcen besorgt. Die habe ich auch schon alle weggelegt. Und genau, hier sieht es jetzt schon mal ein bisschen anders aus als in der letzten Folge. Ich habe mich tatsächlich entschieden, hier einfach oben alles hinzubauen. Wir können ja hier, wenn wir wollen, noch irgendwie noch was dran bauen für die Garage oder so. Genau, jedenfalls steht jetzt hier alles drin. Das ist auch alles irgendwie schon am Arbeiten. Also da ist keine Werkbank gerade untätig. Und darüber hinaus habe ich jetzt ein paar neue Sortierungen gemacht. Also hier sind die ganzen Steine drin. Hier haben wir Benzin und Co. Hab das jetzt alles mal ein bisschen umsortiert. Hier sehen wir auch schon, was ich in der Nacht besorgt habe. Wieder ein bisschen Blei. Genau. Hier, das ist alles auch in der Mache. Alles ganz fleißig hier. Ja, und ich würde sagen, wir machen tatsächlich heute eine kleine Tour. Nachdem wir die letzten Folgen wieder ein bisschen rumgebaut haben, machen wir heute wieder ein bisschen Ballerei. Ich habe heute Nacht auch schon Besuch bekommen. Von dem ein oder anderen Zombie, eine kleine Mini-Horde war kurz hier am Start. Die haben, glaube ich, gehört, dass ich hier Munition mache und wollten da ein bisschen was abhaben. Und ich würde sagen, wir steigen einfach direkt ins Auto. Gegessen habe ich nämlich auch schon. Alles gut vorbereitet, wir können direkt loslegen. Eine Sache, die wir vielleicht machen könnten, wäre rüberfahren zum Schatz. Den könnten wir theoretisch auch noch holen. Wo ist denn der überhaupt? Dann können wir den gerade in eine mitnehmen. Dann hole ich gerade noch schnell den Bohrer mit. Ja, und dann gucken wir mal, was heute so Schönes gefunden wird. So. Achso, Öl ist übrigens ja hier auch in der Mache. Dann können wir mal wieder Repair-Kits machen. Das machen wir aber hier, wenn ich wieder zurück bin. Eine Sache wollte ich gerade aber holen. Achso, genau. Benzin. Hol ich auch mal wieder ein bisschen. Das ist auch der Wahnsinn. Ich war ja in der ersten Bleimine, die wir aufgemacht haben. Und mittlerweile ist da, was war da alles drin? Da ist Eisen drin, da ist Nitrat ist da drin. Und was weiß ich nicht alles. Und mittlerweile ist das so tief, dass ich da mir halt wirklich die Beine gebrochen habe, als ich irgendwo abgerutscht bin von der Kante. Ja, wenn da mal die Decke einstürzt, dann haben wir ein richtiges Erdloch. Ich hoffe natürlich nicht. Ich weiß auch gar nicht. Also mittlerweile müsste das ja theoretisch einstürzen, weil das ist auch sehr, sehr breit alles. Ich habe nur die ganze Zeit so ein bisschen Panik, weil das Auto halt auch oben steht. Und dann denke ich mir, ja gut, wenn es runterfällt, dann kann ich es ja wieder aufnehmen. Das geht ja zum Glück. Einfach kurz in die Tasche gestoppt und wieder hochklettern. Ist halt nur dann blöd für die Nacht, ne? Wenn dann da, weiß ich nicht, irgendwann mal ein paar Zombies kommen, wenn ich da minen wollen würde. Deswegen würde ich dann auf jeden Fall auch die Mine wechseln. Aber ja, mittlerweile ist echt ganz schön viel unterhöhlt. Das ist ja hier auch auf der Strecke. Wollen wir mal nicht hoffen, dass irgendwelche Erdlöcher entstehen. Wir sind auch gleich schon da. Sehr schön. Hier kann man auch recht angenehm durchfahren, wenn ich mir das mal so angucke. Ein paar schöne kleine Hügel hier. Kann man schön ein bisschen schaukeln mit dem Wagen. So gefällt mir das. Und nicht so riesige Hügel wie in unserer Aufbautour. Achso, genau, den hier, wollte ich gerade sagen, habe ich auch repariert. Erstmal wieder in Eisen gedonnert. So. Jo, los geht's. Eine Sache kann ich direkt noch machen. Wieso rollt der Wagen weg? Was soll das? Der lebt noch. Ach, da ist noch einer. Hoppala. Ach, schön, wie das blubbert. So, nee, will ich mitnehmen. Allerdings wollte ich die hier, wollte ich holen. Wer stört mich denn hier schon wieder? So nicht, mein Junge. Headshot. Gut, also, wo waren wir dran? Hier wollten wir runter. Finden wir jetzt auch direkt den Schatz. Man kennt ja unser Glück. Ach ja, stimmt. Ich vergesse immer, wir kriegen ja hier auch wieder schön Lehm rein. Okay.
Okay, da ist die Grenze. Das heißt, irgendwo hier. Eigentlich kann ich auch mal hier so ein bisschen in die Breite gehen, oder? Und schon wieder leer. Ich bräuchte eigentlich so eine Ölpipeline einfach da dran. So ein riesengroßer Tank, den ich irgendwo hinstelle. Und dann ist da einfach ein... wie so ein Gartenschlauch dran, der den Tank immer weiter befüllt. Brauche ich nicht mehr nachtanken. Ah, hallo. Gerade mal aufknacken. So, das haben wir also drin. Okay. So, ein bisschen Munition ist ja nicht verkehrt. Ach, da fällt mir noch ein. Ich wollte eigentlich auch, das habt ihr auch in die Kommentare geschrieben, dass es dann Mod gegen Grüne gibt. Da wollte ich eigentlich auch mal nachschauen. Ach so, genau. Es ist auch keiner zerbrochen. War also sehr angenehm. Okay. So, wo sind wir denn hier? Wir sind hier oben. Ich würde sagen, wir fahren wieder runter ins grüne Gebiet. Das macht es recht spannend für euch, denke ich mal. Und, genau, ein Mod gegen grüne Zombies muss ich jetzt mal ganz kurz nachlesen. Ich weiß nicht, wie der heißt. Ich gucke mal kurz, ob ich was finde. Moment. Ach so, ja klar, der Red Remover Mod war das. Ich dachte, das wäre für was anderes gewesen. Also, falls du mal irgendwie... da ist er doch auch. Strahlungsentferner Mod, genau. Ich dachte, der wäre dafür gewesen, wenn du irgendwie aus Versehen über die Grenze kommst, dass du irgendwie da, weiß ich nicht, ne? Dass du da ein bisschen länger bleiben kannst, bevor du Schaden bekommst. Okay, nee, aber das, ja, okay. Ich glaube, den Mod, den haben wir auch am Start. Ansonsten, ich glaube, den konnten wir jetzt machen, ne? Da ist auch nichts, genau, ist auch nichts nötig für. Ja, weiß ich da Bescheid. Okay, oder soll ich mal ganz kurz, weil wir ja eh ins grüne, ach, grüne, ins zerstörte Gebiet fahren. Ich fahre nochmal ganz schnell vor, zu Hause vorbei. Und schau mal kurz in die Kisten, ob ich den vielleicht habe. Ich weiß halt nicht, ob der noch irgendwo reinpasst. Weil ich habe ja jetzt auch schon so ein paar Waffenmods drin. Aber schau mal einfach mal kurz nach. Und genau, dann sehen wir uns an der Base. Gut, da sind wir gerade wieder zu Hause. Dann schauen wir mal ganz schnell oben in die Kiste rein. Und ja, einen kleinen Happen können wir doch nochmal essen. Bevor wir jetzt endgültig losfahren. Und zwar kurz, was nehmen wir denn? Hier, 50, ne? Ne, 30. Reicht aber auch. So, also, Mod. Habe ich einen da? Wahrscheinlich nicht. Ne, den müsste ich bauen. Den müsste ich bauen. Ich glaube, ich mache das aber auch mal. Ich glaube, oh ja, wobei, ja doch, ich mache mal einen, dann haben wir den. Ich wollte nämlich gerade sagen, meistens schieße ich ja trotzdem direkt die Zombies kaputt. Dann kann ich das hier eigentlich auch direkt mal hier lassen. Genau, meistens schieße ich ja die Zombies kaputt, aber es ist ja gar nicht verkehrt, wenn wir so einmal auf Lager haben, für den Fall, dass wir damit doch mal spielen wollen. Ich räume mal schnell noch so ein paar Sachen hier weg. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Gut, also die Sachen habe ich weggelegt. Wir gucken mal gerade hier, mechanische Teile, Schraubfeder. Das legen wir direkt mal hier zusammen. Ne, waren 10. Achso, ja, die Kiste hatte ich eigentlich sortiert. Mittlerweile ist das aber ein bisschen unübersichtlicher. Kleber und geschmiedeter Stahl. Muss ich mich daran hier gewöhnen? Das ist aber hier richtig. Okay. War das 5 auch? Ja, ist alles da. Okay. Wie war das jetzt mit... Ja, der findet das auch auf Englisch. Perfekt. Ja, dann wird das gemacht. Shotgun-Munition ist ja auch am Start. Da kriegen wir dann auch mal wieder ein bisschen was dazu. Brauchen wir auch. Und dann müssen wir gucken, dass wir dann immer schön an Papier kommen. Ja, ich würde sagen, ich fahre mal ganz schnell da hinten rüber. Dann können wir da direkt ein bisschen losballern und, oder, nee, komm, ich hole noch ein Stack Munition mit. Wir werden ja ein bisschen mehr ballern müssen. Da holen wir uns lieber vorsichtshalber noch einen weiteren Stack mit hier. So, lieber zu viel als zu wenig. 6 Minuten bis... Nee, 17 Minuten, bis meine Beine wieder so funktionieren, wie sie sollen. Gut, also, ich markiere das nochmal. Das, ja, ich würde einfach hier hin mal fahren. Da waren wir noch gar nicht. 2,4 Kilometer, dann sind wir wahrscheinlich so gegen 8:30, 9 Uhr da. Würde ich jetzt einfach mal grob schätzen. Ja, und dann, nee, sogar früher. Wahrscheinlich kurz nach 8. Da würde ich sagen, sehen wir uns drüben. So, doch sind wir. Ich würde sagen, wir fahren einfach hier mal hier runter und dann schauen wir uns doch einfach mal ein bisschen um.
ob es hier irgendwas Nettes gibt. Ach ja. So, da ist schon mal die Hälfte eingestürzt. Das ist das Lagerhaus. Das kennen wir sowieso schon. Oh, ja doch, das müssten wir kennen. Passen Gas. Ich glaube, da war ich nicht drin. Oh, hi. Wir fahren aber erstmal rum. Wir können uns ja am Ende nochmal entscheiden. Das sieht auch interessant aus. Das ist auch so ein... Ist das ein Kaufhaus? Nee, doch. Das sieht aus wie ein... Nee, gar nicht wahr. Das ist so eine Anlieferungshalle. Ich dachte, das wäre die Rückseite von so einem Kaufhaus. Da, wo dann die LKWs quasi halten können für die Entladung. Aber es ist direkt einfach nur... Wahrscheinlich so eine alte Poststelle oder so. Wäre natürlich für Papier ziemlich geil. Vielleicht sollten wir da rein. Ansonsten, hier wo ich markiert habe, ist nicht so viel. Ich mag ja voll Backsteingebäude, ne? Ich mag ja Backstein sehr, sehr gerne. Sieht schon schön aus. Was ist denn das hier? Das ist auch zu... Ach, da waren wir auch schon mal drin in so einem Ding. Ja, ja, okay. Dann fahren wir erstmal nochmal hier rum. Ein, zwei Straßen weiter. Ich habe ja tatsächlich mein Studio auch mit so Dekopanelen in Backsteinoptik ausgestattet. Mit ein bisschen LED-Licht. Das sieht ganz schön aus. Vielleicht habt ihr da mal ein Bild gesehen, wenn ihr im Community-Discord seid. Da habe ich das, glaube ich, mal geteilt. Ich mag das halt gern. Das sieht auch sehr gut aus. Das sieht richtig hübsch aus. Ich glaube, da würde ich rein wollen. Das ist jetzt meine neue Bude hier. Voll schön einfach. Dann mit der Garage direkt ans Haus angeknüpft. Und Räumchen. Hallo. Nee, warte mal. Hier können wir verschwenderisch sein. Na? Also. Ah, ist verschlossen. Schade. Das kommt mir aber doch ein bisschen gefährlich vor hier. Irgendwie. Geh mal einfach vorne rein, scheiß drauf. Einfach vorne rein hier. Das ist ein normaler. Da kommt ein Stinker. Vorne auch immer weiter, glaube ich. Boah, die Tür ist aber auch voll schön. Oder die sieht nur irgendwie gerade voll schön aus und das ist einfach die Standardtür. Das kann natürlich auch sein. Ich habe gar kein Licht an. So, meine Freunde. Ich mag die Desert Eagle sehr gerne. Ach ja, voll schön. Ich denke mir auch immer wieder und vielleicht machen wir das nochmal, wenn ich irgendwann nochmal einen Community-Server aufhabe und wir in größerer Runde sind. Würde ich ganz gerne irgendwann mal tatsächlich auch irgendwie, also entweder so ein großes Haus oder sogar vielleicht eine ganze Straße mal herrichten, so als Basis. So ein bisschen wie wenn ihr The Walking Dead gesehen habt. Hier, wie hieß es? Woodbury, glaube ich. Ich habe sowas mal alleine gemacht, damals, als ich gerade, ich glaube, das war, als ich gerade, ja doch, müsste, als ich gerade umgestiegen bin auf PC. Wann war das, 2013 so rum? Da fing das an. Da habe ich mit dem Laptop angefangen. Da habe ich 7 Days to Die zum Beispiel auf einem 600x400er Fenster gespielt oder was das war. Oder 600x800 war die Auflösung, glaube ich. Da habe ich bei Unturned, falls euch das was sagt. Das ist ja auch so ein kostenloses, eigentlich ziemlich nices Zombie-Spiel. Ist auch schon ein paar Jahre schon älter. Ich meine, sonst hätte ich es damals ja noch nicht zocken können. Ist halt optisch total einfach gehalten. Quasi Richtung Minecraft, nur halt nicht so pixelig. Und da habe ich sowas gemacht. Da habe ich eine komplette Straße quasi bereinigt vor Zombies und habe dann da einfach Wände drum gezogen. Und hab dann da quasi das ganze Ding zu meiner Base gemacht. Dann hatte ich so ein ja, das war ja kein richtiges Tor, aber so eine Einfahrt. Da stand dann das Ortsschild dran. Den Ort habe ich Woodbury genannt. Einfach, weil Holz, Wood und Woodbury von The Walking Dead.
kleine Anspielung einfach. Ja, da hatte ich da meine kleine Straße, wo ich dann drin gehaust habe. War schon ganz nice. Bist du tot? Du bist tot. Ja, sowas müsste man dann machen, wenn man ein paar Leute ist, irgendwie im Stream oder auf dem Community-Spielstand. Oder Server, besser gesagt. Wir spawnen echt hier direkt vor den Füßen. Ja, das letzte Mal, als ich einen Community-Server hatte, da haben wir alle zusammen eine Basis gebaut. Wir wollten uns auch eigentlich aufteilen, aber dann hast du halt auch, wenn du in einer Basis anfängst, dann bleibst du halt dabei, dann baust du das Ding aus und dann ist auf einmal wieder vorbei. Das müsste man dann, glaube ich, vornherein so machen. Achso, Moment, hier waren wir drin. Ja, wäre aber, glaube ich, mal ganz nice. Oder wirklich so komplett unabhängige Parteien, ne? Wenn du meistens irgendwie zusammen zockst, dann baust du halt, wie gesagt, ein Ding. Aber es wäre natürlich ganz nice, mal wirklich zu sagen, weiß ich nicht. Wir machen Zweier-Teams oder so, oder Dreier-Teams, und dann teilen wir uns auf und dann, ja, untereinander handeln oder so. Ja, schon irgendwie ganz cool. Hallo? Junge! Das ist auf jeden Fall eine Falle. Ja, das auch. Das auch. Das ist auch das Holz da, ne? Das ist doch auch das Holz, was wir verwendet haben hier unten. Könnte ich eigentlich mit dem Pinsel jetzt hingehen und mir das da irgendwie mit der Pinpette kopieren? Müsste doch rein theoretisch gehen. Okay, da ist anscheinend nichts drin. Na, schön. Irgendwas hier oben? Hallo? Außer frische Luft? Nö. Anscheinend nicht. Anscheinend nicht. Irgendwie macht mich der Fuß ein bisschen nervös. Wahrscheinlich, weil ich nicht richtig wegsprinten kann, wenn es hart auf hart kommt. Und wahrscheinlich, weil die da ein bisschen rumgeschlagen hat. Ja, komm, da renne ich jetzt nicht runter. Mach ich mal schnell auf. So, ja, okay. Überschaubar. Ich fand es übrigens auch ganz interessant, was ihr mir so geschrieben habt, wie eure Basen so aussehen. Und, oh, nee. Schmeiß mal raus. Und es wäre auch irgendwie ganz cool, wenn ich nochmal Zugang auf so meine ersten Basen hätte, die ich damals gebaut habe. Ich weiß gar nicht, ob ich das mal erzählt habe. Ich glaube, die erste Basis war das, die ich gebaut habe. War... Ach, hier wollten wir auch noch rein. Bestand tatsächlich aus 4 Gebäuden. Und zwar waren damals die Straßen ja so in so Blöcken angeordnet, ne? Du hast da ein Haus, also quasi hier, das ist der Block. Dann hast du hier ein Haus gehabt, da war Lücke, da hast du ein Haus gehabt, da war Lücke, da hast du ein Haus gehabt und hier. Und dann war halt hier alles Wiese. Und dann habe ich einfach ein Haus mit dem anderen verbunden, habe da, ich glaube, es waren damals Cobblestone-Wände gezogen. Und habe dann in einem Gebäude, also auf dem Dach von einem Gebäude, habe ich eine Farm gebaut, die ist später irgendwann eingestürzt. Ich glaube, durch ein Update und weil er dann die Statik neu berechnet hat und das dann doch leicht zu schwer war. Und hab dann in einem Haus irgendwo mich in der Ecke nach unten gegraben. Ich glaube, wir sind auch durch hier. Ne, hier ist noch ein bisschen was. Genau, mich irgendwo nach unten gegraben und hab dann unten drunter den Bunker gebaut. Oh, hi. Ach, hier. Ja, und so kam ich tatsächlich dazu, dass ich das erste Mal einen Bunker gebaut habe.
Weil ich das schon ziemlich geil fand, will ich halt immer wieder irgendwie einbauen. Das könnten wir eigentlich auch mal machen gerade, warte mal. Wenn wir mal schauen, was kriege ich hier raus? Ah, siehst du, genau das, was ich gesucht habe. Ja, ein sehr, sehr schönes Haus, würde ich sagen. Aber allein in so einem großen Haus wäre das auch schon interessant, wenn man da eine Basis baut. So ein bisschen mehr, in Anführungszeichen, realistisch eine Basis aufbauen. Und nicht hier jeden einzelnen Stein setzen. Und dann könnte man sagen, hier baut sich jeder so seinen eigenen Raum und ist trotzdem irgendwie so eine WG, aber eigene Parteien. Da ist noch ein Keller. Waren wir... Wir waren nicht in einem Keller, oder? Wo ist denn hier ein Keller? Hä? Ist der Keller irgendwie... Oder ist das hier? Warte mal. Nee, das ist der Ausgang. Hier. Ach, guck mal. Dann tun wir mal ganz kurz die Sachen hier rein. Aber bisher ist es ja noch recht ruhig hier. Also, ja. Noch. Warte mal, bevor ich hier Sachen mache. Wir wissen ja nicht, was kommt. Das. Sieht interessant aus. Gehen wir da gleich rein. Das sieht ein bisschen verflucht aus. Hä? Ich wollte da gleich rein. So. Also. Hier wollten wir weiter. Das war ein Bauplan. Automatische Shotgun, glaube ich. Ja. Können wir aber auch schon, ne? Ja. Haben wir unsere eigentlich selber gebaut? Warte mal. Automatischer Schrot. Haben wir unsere selber gebaut? Nee. Haben wir auf jeden Fall nicht. Da habe ich noch kein Level für. Ich fand das System damals ziemlich geil. Das ist aber auch schon, glaube ich, eine Ewigkeit her. Oh, shit. Ich komme gleich dazu, was ich sagen wollte. Also. Jetzt. Das System, wo du die Waffen nicht aus irgendwelchen Rohstoffen gebaut hast, sondern wirklich erstmal so die Form gegossen hast, dann hast du das zusammengesetzt und so. Fand ich irgendwie ganz cool. Ich frage mich, warum sie es weggemacht haben. Warum sieht das hier so? Ich würde schon sagen, hier ist doch noch irgendwas. Ja, das können wir auch direkt mal zerlegen. Und dann haben wir dieses wunderhübsche Haus gelootet. Achso, nee, der eine Raum. Hätte ich fast vergessen. Das wahrscheinlich Beste wollte ich mir zum Schluss vornehmen. Kann da nicht mal eine Atombombe oder so drin liegen? Einfach alles direkt fertig machen hier. Alle Zombies killen. Verschlossen. Das ist auch so ein 8000er Ding, ne? Ja, okay. Aber es geht direkt fix. So, zwei Schläge noch. Und dann schauen wir mal rein. Ja, überschaubar. Überschaubar. Na gut. Da ist auch noch was drin. Geil, schon wieder eine Nagelpistole. Ja, sag mal. Doch, die ist doch schön. Dann nehme ich mal ganz kurz, wo ist denn? Ach da, boah, habe ich mich jetzt erschrocken. Ich wollte fast schon wieder zurückrennen. Ah, hi. Ist aber nichts. Da ist aber nichts. Wir gehen weiter. Schon ganz nice, dieser Keller.
wenn man den fertig gemacht hätte. Das ist durchgeladen. Okay. Warum kommt mir das so hardcore wie eine Falle vor? Ja, was soll's. Das sind alle, die sind alle drei offen. Okay. Na gut, das ist ja doch nicht das Beste zum Schluss. Ich dachte, jetzt geht's hier noch voll in die Tiefe und so, aber nö. Na schön. Kein abgedrehter Bunker oder so. Na gut. Dann schmeiß ich einfach mal alles rein. Was habe ich Hunger? Da kann ich ein bisschen aushelfen. Ansonsten habe ich hier noch ein bisschen was zum Heilen. Das haben wir nichts zum Essen dabei, ne? The Bay. Ja, doch, das noch. Aber das war's, glaube ich. Ich sehe nichts weiter. Nö. Okay, gut. Ja, dann würde ich sagen, düsen wir einfach beim nächsten Mal nochmal ein klein bisschen weiter. Schauen mal und ballern noch ein bisschen rum. Vielleicht fahren wir mal da hinten irgendwie, weiß ich nicht, zu dieser Ladestation oder so. Vielleicht finden wir irgendwie eine Post oder so. Mal gucken, was hier noch so Schönes auf uns wartet. Ich bedanke mich erstmal ganz herzlich fürs Einschalten und hoffe, dass euch die Folge gefallen hat. Und wenn es euch gefallen hat, dann seid doch so lieb. Lasst mir einen Daumen nach oben da und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.